meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiter gestrandeten Folge Dead Space 3. Wir sind hier auf dem Planeten gestrandet, auf den kalten, arschkalten Planeten, auf dem wir schon am Anfang gewesen sind. Und, tja, schade um das Shuttle, ne? Damit hätten wir viele coole Dinge anrichten können. Nun ist es komplett Schrott. Und, ja. Ellie ist weg. Ihr Typ? Ich glaube, das war ihr Typ. Ich hoffe, der ist auch tot. Also, dass ihr Typ war, der tot ist. Und wir wieder... Vielleicht coole Chancen mit Scheiß auf Ellie, Mann. Die hat uns keinen Raum gelassen für unser Kaputtdasein. Wir haben viel erlebt. Jetzt kann sie immer selber erleben, wie das denn so ist, mit Monstern zu kämpfen und so. Ne? Jetzt heißt es für sie mal, um die Sache mal zu durchleben, zu überstehen und zu verstehen, warum wir so kaputt sind. Haben wir da eine Kreissäge unten dran oder wie sieht es aus? Ich dachte schon. Aber es ist der Schwung von diesem Dings. Alles klar. Das Spiel sagt uns nicht, wohin. Wir wissen ja nicht, wohin. Wir müssen Ellie irgendwo finden. So weit weg kann sie nicht. Mal so eine Frage. Hat dieser Lärm von uns, den wir veranstaltet haben mit dem Shuttle, hat der vielleicht irgendwelche gewissen Monster? Ach so. Da geh ich doch mal. Feuer. Am Feuer bleiben. Bleib in der Nähe der Feuer. Alles klar. Ja. Schön die ganze Sache einsammeln, damit wir unseren Kram wieder aufpimpen können. Das nächste Feuer wäre da hinten. Schön, dass wir... Oh! Heiß, ne? Ellie, nein! Wo ist sie? Ob ich mich getroffen habe? Upsi, upsi. Upsi, upsi mal zwei. Okay. Ellie, bist du da? Verdammt. Und wohin jetzt? Schlaue Spielchen. Noch mehr Feuer. Das Feuer hat sich überall verteilt. Hoffentlich wird es ja auch bald mal wärmer, sodass wir weiter runterkommen und das kuscheliger, gemütlicher. Sieht aus, als würde es nur runtergehen. Ne? Wozu also die Mühe machen, nicht, unter die Klippe runter zu luschern? Wenn wir doch viel lieber kuscheliger wären. Ja, hat jemand Marshmallows mitgebracht? Ah ja. Ellie? Wo sind wir denn gewesen? Nein. Nein, das weiß ich nicht. Nein! Nein! Ach nee, das war noch ihr Vogel. Gott sei Dank. Hey, das war ein Crewmitglied. Gott sei Dank. Ja, dann mach. Was kann ich nicht abspielen? Gerade sie, ne? Wir sind unterwegs, um
Scheiße, der Typ hat doch überlebt. Schade, er hat doch überlebt. Okay. Wenn die das geschafft haben mit den kurzen Klamotten, dann sollten wir das doch locker schaffen. Fackeln haben sie uns hinterlassen, damit wir denen folgen können. Ellie. Coming. Oh, die Kolonie. Ellie? Da hoch, wa? Wird zunehmend kälter hier. Wir haben was gefunden. Dit nenne ich mal muckelig. Naja, aber die Temperatur steigt auch nicht wirklich. Temperatur. Generator, oder was ist das? Eine Bank? Okay, dass wir jetzt hier erfrieren können, das ist ja echt... Ach, das war nur ein Stromgenerator, damit wir hier gewisse Dinge sehen können. Bolas-Kanone. Okay, das ist wohl so ein Schema, das wir gefunden haben. Aber eine Bola-Kanone... Das ist ziemlich unspannend an irgendwie, ne? Da kommen wir nicht ran, gibt's keinen Strom. Könnte ich hier wirklich nicht mehr machen, das zu drehen? Alter! ...37 Grad, wir haben unsere Körper... Ellie. An der Wand bleiben. Da sind wir alle in diesem Sturm verdorrt. Okay. An der Wand lang. Ellie, bist du da? Bist du in Reichweite? Gottverdammt. Pitch Black. Einschüchterer. Shotbanger. Wieso? Da fehlt uns alles schon, ja? Wir müssten mal ein bisschen die Sachen sparen, bevor wir immer was Neues bauen. Speziell für Koop. Hm. Ich würde schon gerne was Neues. Pitch Black zum Beispiel. Das wird schon mal was Neues, ne? Neu herstellen, das war das ja nicht. Was hat er denn sonst neu? Ja, aber das war ja, das war es ja wohl nicht. Was, was sagt er hier neu, ne? Hier gibt es was Neues, sagt er. Aber wir können ja keinen herstellen, wir haben nicht genügend Wolfram. Ich denke, das ist total Blödsinn. Ach, Schrotflinten, Scheiße, können wir noch machen. Schwerer Standardrahmen. Ah. Aha. Mal mehr Munition oder so, ne? Das wäre mal nice. Kann ich herstellen. Ah, den.
Aber nicht. Naja. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir ein bisschen mehr Shit beisammen haben, einfach. Ja, Munition haben wir auch am Start. Nice. Gerade ein Spinnenmonster über das Ding geklettert. Meine Güte, wenn da was nicht passiert gleich, Alter, das ist ja, das riecht ja schon nach Falle. Warum spritzt der Schnee so hoch? Das ist doch wohl ein Zeichen. Das geht uns nichts an. Geht uns einfach nichts an. Könnt ihr hier hoch? Wir wollen heute drum rum, ne? Oh, oh, okay. Wir können auch hier hoch. Alter, sind die... Wo sind die aus? Lass das sein. Wir haben ganz neue Münder, ne? Boah, Alter. Verreck doch endlich mal. Meine Güte. Wo sollen wir hin? Nicht da. Ja, das ist die Frage halt, ne? 19 Grad, ernsthaft? Wir erfrieren hier, Mann. Alles klar. Kann es nicht aufgehen? Ach komm schon. Wo kann ich uns denn aufheilen? Gib mir doch mal eine Möglichkeit, Digga. Oh Gott, wir werden hier sterben, weil hier irgendwas nicht funktioniert hier, wa? Raus vom All sterben wir daran, was wir... Ist euer Ernst? Lass mich hier rein. Boah. 7,5 Grad, Digga. Jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Genau. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Oh, schöne Musik. Wie Musik, Baby. Schreibmaschine, was? Wie top modern. Im Jahr 25.036. Ich habe das Gefühl, wenn wir nicht laufen... Mist. Warte mal, hier ist irgendwo so ein... Wir müssen weiter. Aber...
sind nur mal härter als die auf dem Schiff, ne? Muss ich mal sagen. Tesla-Kern. Hier gibt es schon Strom. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Aha. Haben wir denn so einen? Ja. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ja, dann gib mir noch einen. Also muss ich hier wieder raus, wa? Aber das würde ich mir gar nicht vorstellen. Wenn du mir das nur einmal sagst, ne? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Kurz aufwärmen hier. Ah, okay, das ist der hinter diesem Sicherheitsbereich. Oh, warte mal. Sicherheitsbereich. Einmal ganz kurz mal die Temperatur wieder aufregulieren. So, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube wieder aus. Und ich hoffe nicht, dass dann wieder neue Viecher kommen. Das wäre weniger cool, ne? Aha, der hat uns was hinterlassen. Gut, gehen wir mal hier weiter. Diggerli, diggerli. Was haben wir? Die haben einfach so angestammt von mir. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, es wird nicht besser werden für uns. Ja, ich achte schon auf meine Temperatur, wenn ich darauf achten könnte. Bis decent lang. Scheiße. Aber Sonne gibt es hier ja schon mal, ne? Das ist ja schon mal ein toller Plan. Hier sind wir reingekommen. Das ist alles nur Nischen. Kackdreck. Wir kommen nie wieder raus. Meine Güte. Okay, dann darum. Hey, was war das? Wer cool, wer stellt freiwillig eine Kolonie auf so einen Eisklotz, Alter? Das kann ja nicht sein. Da kommen noch Kampfläufer entgegen, wa? AT-ATs und so und alles, ne? Und hier Wampas und wie sie nicht alle heißen.
und Towntowns. Vielleicht rennt hier gleich Luke Skywalker auf sein Towntown rum. Kann mir wenigstens helfen mit den Aliens hier. Mal kaputt schneiden. Moment. Ich höre auch irgendwo eine Kacktür irgendwie, aber... Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Ja, okay, und machen wir. Etwas zum Aufwärmen. Haben wir hier schon mal? Oh mein Gott, waren wir hier schon mal? War einer für diesen unsterblichen Quissern oder was? Ja, hier waren wir schon mal, verdammte Kacke, wir sind im Kreis gelaufen irgendwie. Ah. Wir sind wieder im Kreis gelaufen. No, no, no. Aber wie kann denn das sein, dass wir im Kreis gelaufen sind? Hab gar schon guten Swing mal laufen gehabt, wa? Das ist ein Schneemobil. Warum denn nicht sowas? Noch nicht tot. Kaum zu glauben, dass das mal Menschen gewesen sein sollen, oder? So. Was ist denn das hier? Wahrscheinlich noch das Übergangsraum, wa? Aha. Wer ist er denn? Baku. Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also haben wir... Boah, das war keuchen, Alter. Nicht nachgesehen. Buckle. Er ist tot. Okay. Drücke in der Aufzugsstation. Okay. Mhm. Ziel hinzugefügt, bla bla. Gut, ihr Mäuse. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.